Gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Freddy Koch, mein Name. Ich bin bei DAZN zuständig für den Sportsbereich. Aktuell noch für den Nicht-Fußballbereich. Wird sich im nächsten halben Jahr dann ändern. Und in dem Auftrag habe ich auch die Mo Wagner-Doku quasi übernommen. Wir hatten ein ähnliches Problem wie Lorenz. Mo Wagner kannte vor 2 Jahren keiner. Wenn ich jetzt die Umfrage hier machen würde, weiß ich nicht, ob es viel besser aussieht. Ich hoffe ein bisschen. Das war damals einfach unser Grundproblem, das wir hatten. Wir wollten, weil wir Mo kannten, eine Doku über einen Basketballer machen, über einen Deutschen, den einfach hier niemand so auf dem Schirm hatte. Und wenn du auf die zweite Folie gehst, wird man sehen, wir hatten dann das große Glück, dass der beste Basketballer momentan zu den Lakers gegangen ist, zu dem Team, wo eben Mo auch da am Start ist. Und damit hatten wir so den Ansatzpunkt zu sagen, hey, lass uns diese Doku machen, weil so nah kommen wir einfach nie wieder an die Lakers ran, so nah werden wir nie wieder an LeBron James rankommen. Und dann war das quasi die Ausgangslage für uns zu sagen, okay, wir haben einen super spannenden, dritte Folie, super spannenden Protagonisten, der uns so nah ranlässt, wie wahrscheinlich bisher keinen, der extrem sympathisch ist, der ein gutes familiären Background mitbringt, ein smarter Typ ist. Dann haben wir diesen Mythos LA, Mythos Lakers, wo die größten Spieler gespielt haben, die erfolgreichste Franchise. Jeder kann damit irgendwie was anfangen. Und dann haben wir den Megastar LeBron James. Und aus diesen drei Punkten war für uns klar, okay, da kann man einfach eine sehr, sehr gute Story bauen, die dann auch in dem Markt erfolgreich sein kann in Deutschland, der jetzt vielleicht nicht der klassische Basketballmarkt ist. Wir können auch mal ganz kurz reinschauen. Mein erstes Mal unabhängig sein. Ich habe noch nie in einer eigenen Wohnung gelebt, noch nie ein eigenes Auto gehabt. What's up, Bro? Der Strand hilft mir sehr, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie so wegzukommen. So kitschig wie es klingt, aber es hilft mir einfach echt extrem. Wir waren sehr, sehr nah an Mo dran. Waren insgesamt 6 Drehs, die wir mit ihm hatten in LA und Berlin. Wir sind mit aufs Hotelzimmer, Kabine sowieso, waren teilweise auf den Flügen mit dabei. Also haben schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Er hat uns nah rangelassen. Problem war, die Lakers, da hatten wir leider keinen Jürgen Klopp. Die waren sehr, sehr restriktiv, was einfach den Zugang anging. Deswegen ja, mussten wir uns da hauptsächlich auf die NBA verlassen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist uns gelungen, sehr, sehr nah an einen jungen deutschen Spieler ranzukommen. Diesen ganzen Wahnsinn, LA, die Lakers, LeBron, Superstar aufzufangen und trotzdem, ja, die Persönlichkeit von Mo, glaube ich, ganz gut rüberzubringen, der eben ja, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist, reflektiert, der viel nachdenkt. Und in dieser ganzen Gemengelage, Wahnsinn, Hollywood, LA und Mo, war das so ein bisschen so ein Kontrastprogramm, was wir da ja, entwickelt haben. Und dementsprechend sind wir auch so in den ersten Schritten an die ganze Erzählstruktur rangegangen. Wir haben für uns entschieden, dass wir, was die Saison angeht, sehr chronologisch vorgehen wollen. Die Saison der Lakers abbilden. Da komme ich gleich noch drauf, wenn ich auf die einzelnen Episoden eingehe. Dann natürlich Mo in den Mittelpunkt stellen, seine Persönlichkeit, den Werdegang erklären, den familiären und Freundeskreis beleuchten. Und das haben wir gemacht, indem wir immer wieder auf der Zeitlinie zurückgesprungen sind, vorgesprungen sind. Ähnlich sind wir vorgegangen mit dem Thema LeBron James und LA. Haben so ein bisschen LeBron James vielleicht als den Gegenpart zu Mo genommen. Haben halt aufgezeigt, diesen Hollywood, den Druck, den Wahnsinn, alles, was dahinter steckt. Auch das in der Zeitlinie immer mal wieder versetzt aufgezeigt, um so ein bisschen Spannung reinzubringen, so ein paar Brüche. Und was auch wichtig war, ist seine Zeit in Michigan, wo er am College gespielt hat, wo er so ein bisschen ja, zum Star aufgestiegen ist und was ihm dann ermöglicht hat, erst den Schritt in die NBA zu gehen. War ein großer Rücksprung dann in EP3, aber glaube ich ein sehr wichtiger, weil das nochmal verdeutlicht hat, was das für ein Typ ist. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spannend. Wichtig war uns, diese einzelnen Erzählstränge wirklich herauszuarbeiten. Diese Brüche, auf die ich auch gleich noch eingehen werde, klar zu machen, damit Spannung aufzubauen.
Am Anfang war uns noch gar nicht so bewusst, wer neben Mo vielleicht so ein bisschen der Sidekick wird. Hat sich aber extrem schnell herausgestellt, dass es seine Eltern, also die Familie sind, sein Bruder, die super emotional waren, die uns einfach ja, einen richtigen Einblick in die Familie, in das Großwerden ihres Sohnes gegeben haben, sehr, sehr, ja, sympathisch und offen waren. Was uns hingegen sehr, sehr schnell klar war, ist, dass wir keinen klassischen Erzähler aus dem Off haben wollen, sondern ja, Mo und die Protagonisten die Geschichte erzählen lassen wollten. Genau. Jetzt im Detail einzugehen auf die einzelnen Episoden wäre der Plan. Noch sehe ich die letzte Folie. Björn, wenn du einmal so lieb wärst. Genau. Also im Detail gehe ich ganz kurz durch die einzelnen Episoden. Auch da ist es immer wichtig herauszuheben, dass wir eben immer versucht haben, Gegenpole zu schaffen oder Brüche. Ihr seht's, ich erkläre vielleicht so ein bisschen, was wir in der Episode 1 gemacht haben. Sportlich, wie gesagt, chronologisch vorgegangen, sind wir die erste Episode vom Trade oder von der Draft im Juli bis Weihnachten 2018 war dieser erste Zeitstrahl, den wir genommen haben. Unterhalb dieses Zeitstrahls haben wir die Geschichte von Mo erzählt. Klar, die Ausgangslage Draft, der Tag, an dem er in die NBA gekommen ist, zu den Lakers. Und haben dann sein altes Zuhause Berlin so ein bisschen im Gegensatz zu seinem neuen Zuhause LA genommen, was natürlich ganz gut ist, auch wenn es beides Großstädte sind, ist es doch ein bisschen ein Unterschied. Und dann hatten wir Pech oder Glück, kann man beides sagen. Mo hat sich in der Summer League verletzt, ziemlich schwer am Knie und musste dann erstmal durch Reha kämpfen, um überhaupt wieder den Weg ins Team zu schaffen. Was natürlich auch einfach Spannung aufgebaut hat, so dieses persönliche Leiden von ihm darzustellen. Als dritte Linie hatten wir in der Episode 1 so ein bisschen diese Ankunft von LeBron James, der so als Heilsbringer der Lakers galt, aber gleichzeitig schon so ein, ja, wie so ein Damoklesschwert über LA erschaffen hat, denn man wusste, okay, wenn sie mit LeBron James nichts reißen, dann ist der Druck riesig, dann ja, sind alle enttäuscht. Also man hatte gleich diesen Subtext, es droht Ungemach. Und als vierten Strang in der ersten Episode waren es halt die Lakers. Also klar zu machen, das ist das Team, wo du eigentlich, wenn du es dahin geschafft hast, hast du es quasi geschafft, Stars und Sternchen am Spielfeldrand. Ein Riesenhype, aber mit diesem Hype ist halt gleichzeitig auch die Erwartungshaltung so riesig gewesen, dass wir da eben diese vier Stränge in der ersten Episode versucht haben, so zu vernetzen, dass es ja nicht nur so eine reine Sporthucke geworden ist, sondern so ein Einstieg in ja, eine Personality-Story wurde. Die Episode 2, auch da haben wir wieder versucht, die größten, ja, Gegenpole zu finden und uns an denen entlang zu hangeln. Ihr seht sie wieder unten. Sportlich von der Timeline waren wir von Weihnachten bis Februar. Mo hatte sich zurückgekämpft ins Team, was uns so ein bisschen den Punkt gegeben hat. Wir haben einerseits die Familie, er kommt aus einem sehr gut bürgerlichen Elternhaus, war am College ein Star und auf einmal ist er ein Rookie in einem NBA-Team. Hat seinen rosa Rucksack auf, bringt Donuts den Jungs und ist so ein bisschen dieser, ja, Depp des Teams, keiner nimmt ihn so richtig ernst, auch wenn ihn alle ganz gut leiden konnten. War eben auf dieser persönlichen Ebene wieder der Versuch, das herauszuarbeiten. LeBron James hatte sich schwer verletzt am Weihnachten, war damit raus und damit ging so der sportliche Zerfall dieses Teams einher. Sie haben auf einmal verloren, waren nicht mehr auf den Playoff-Plätzen. Dieses ganze Konstrukt, was bisher super funktioniert hat, hat auf einmal Risse bekommen und dann war Ende Februar der Trade Deadline. Also der Tag, wo die NBA, wo die Spieler hin und her geschoben werden, wo es neue Teams gibt. Und LeBron James hat gesagt, ey, ihr könnt dieses ganze Team verschiffen. Ich will einen Superstar an meiner Seite. Der Rest ist mir wurscht und damit ist diese ganze Truppe komplett kollabiert. Und Mo, der gerade eigentlich so es geschafft hatte, sportlich sich da ein bisschen reinzuarbeiten, war halt jetzt inmitten einer Truppe, die komplett zerbrochen ist.
Episode 3 behandelt dann genau dieses Thema sportlich komplett am Boden. Zeitlich sind wir vom Februar bis März, also kurz vor Saisonende. Der März war uns wichtig, weil 2017, also im Jahr davor, nee, 2018, sorry, wir sind im März 2019, im Jahr davor Mo seinen größten Durchbruch hatte. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr im College Basketball drin seid, aber March Madness sollte, glaube ich, dann doch den meisten Begriff sein. Ist das College-Turnier und Mo hat es mit Michigan bis ins Finale geschafft. Er war der Go-To-Guy, der Star. Im Finale dann leider verloren, aber dieser März 2018 war so sein, ja, da ist sein Stern aufgegangen. Und das im Kontrast zu dem März 2019, wo klar war, die Lakers verpassen die Playoffs, dieses Team ist komplett am Ende, es geht einfach gar nichts mehr, war so der Angle zu sagen, deswegen nehmen wir diesen Februar, März. Da hatten wir einen großen Rückblick nach Michigan, um so aufzuzeigen, wo er herkommt, wer ihn zum Star gemacht hat. Haben uns mit seinem damaligen Coach aus College-Zeiten zusammengesetzt, haben in Michigan gedreht, haben so ein bisschen auf seinen Wurzeln versucht, uns an ihn ranzutasten. Und gleichzeitig lief es bei ihm in der NBA, wenn wir wieder einen Sprung in 2019 machen, sehr, sehr gut. Also er war mal Starter, er hat 22 Punkte gegen Boston gemacht, war auf einmal so mitten im Team drin und trotzdem hat man immer so das Gefühl gehabt, ey, es fehlt dieses Vertrauen vom Coach, vom Rest des Teams. Und ja, gleichzeitig hatte er auch nie so richtig die Chance, in so einem kaputten Team, was Spiel nach Spiel verloren hat, irgendwie zu zeigen, dass er mehr drauf hat, als das, was er bisher zeigen konnte. Und Episode 4, sportlich war alles durch, war der Zeitraum von März, also Saisonende war, glaube ich, Mitte März, dann bis Mai hinein. Er ist am Tag nach dem letzten Spiel zurück nach Berlin, war so eine Art Flucht, denn am letzten Spieltag hat sich Magic Johnson, der Sportdirektor, quasi selber entlassen. 3 Tage später haben sie den Coach gefeuert. Also es war, ja, war eine Katastrophe. Und aus dieser ganzen Problemgemengelage flieht Mo in Anführungszeichen zu seiner Familie zurück nach Berlin. Was so diesen Kontrast eben darstellt. Und wir kriegen nochmal einen ganz schönen Einblick, weil es das erste Mal ist, dass wir Mo wirklich im Kreise seiner Familie sehen, bei sich zu Hause in Berlin, wo er hergekommen ist, haben nochmal ein paar Freunde von ihm zu Wort kommen lassen und glaube ich, es da ganz gut geschafft, hinten raus nochmal, ja, diesen Ruhepol, Familie Wagner im Kontrast zu dieser komplett hektischen, chaotischen Saison von den Lakers zu zeichnen. Und ich glaube, wir hatten den letzten Dreh Anfang Mai mit ihm in Berlin und seiner Family. Und am 18., 19. Mai wurde er dann ja, nach Washington verschifft, was dann schon nach unserer Produktion war. Da war die Produktion schon durch, deswegen ist das dann hinten raus ein bisschen offen gelassen. Wir haben aber schon in den letzten O-Tönen von ihm versucht, ja, diese Geschichte, was die Zukunft angeht, so offen wie möglich zu gestalten. Deswegen hat es dann für uns ganz gut geklappt, denn Produktion war eben bis, ich glaube, 20. Mai war alles durch, war alles produziert, war alles geschnitten, weil es dann Ende Mai auf die Plattform gegangen ist. Aber so hat es dann alles halbwegs gut funktioniert. Das war jetzt sehr, sehr schnell und grob erzählt, was wir da so vorhatten. Vielleicht nochmal ein kleiner Einblick in die erste Seite des Storyboards von Episode 1. Wir hatten, wie gesagt, 4 Storyboards, die jeweils so 20 bis 30 Seiten hatten, ungefähr so aufgebaut, wo man einfach nochmal sieht, wie wir vorgegangen sind. Klar, Opener, Intro waren dann immer gleich, beziehungsweise das Intro war auf die Folge abgestimmt. Und dann sieht man in der zweitlinken Spalte, welche O-Töne wir verwendet haben, daneben die Bildebene, Tonebene, welche Grafiken wir verwendet haben und ungefähr den Zeitstrahl. Und ja, so sahen dann die Storyboards aus, waren wie gesagt relativ umfangreich für die Geschichte. Und am Ende haben wir 4 Folgen produziert zwischen 25 und 32 Minuten. Wie gesagt, 4 Storyboards, 20 bis 30 Seiten. Also die Abnahmen waren immer relativ spaßig, aber ich glaube, das kann Lorenz dann auch bestätigen. Ja, und so nahm dann die Geschichte quasi ihr Ende und ich glaube, wir können insgesamt sehr, sehr zufrieden sein,
was wir da geschaffen haben. Ich glaube auch, dass wir, wie eben schon gesagt, hier ein Special Interest Thema aufgestoßen haben, selbst bei uns auf der Plattform, wo man meinen müsste, da sind die Sportfans zu Hause. Es ist trotzdem nicht einfach und ja, umso glücklicher bin ich im Endeffekt mit den Zahlen, die wir am Ende hatten, weil wir da schon ja echt sehr, sehr, sehr vernünftige Aufrufzahlen hatten. Ich hoffe, ich war nicht zu langsam und auch nicht zu schnell, halbwegs verständlich. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ja, ich würde gleich mal Marcel euch weitergeben, weil ich den gerade schon unterbrochen hatte. Der hatte gleich eine Frage gestellt, glaube ich, deswegen. Marcel. Ja, also vielen Dank für die Einblicke. Die Frage würde ich vielleicht auch noch direkt parallel an Lorenz schicken, die hätte ich oder Jermaine vorhin gehabt. Aber das ist ja extremer Aufwand, ja, die Produktion, das Budget. Ab wann ist es denn grundsätzlich interessant? Ja, also muss das ein Topstar, internationaler Topstar sein oder kann das einfach nur für den Markt speziell eine Persönlichkeit sein, Verein? Also welche Größenordnung muss dieses Projekt haben, damit das ja, für euch interessant ist? Oder grundsätzlich aus eurer Sicht auch für die Person oder den Verein dann das einzuleiten und auf euch zuzukommen? Also ich kann es jetzt an dem Projekt, glaube ich, ganz gut einordnen, wie es bei uns lief. Ich glaube, dass die Doku nicht funktioniert hätte oder nicht zustande gekommen wäre, wären es nicht die Lakers gewesen, plus dieser Faktor LeBron James, weil Mo Wagner einfach zu klein, zu unbekannt war und wahrscheinlich auch immer noch ist. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist mit Sicherheit auch das Budget. Ich hatte da Glück, dass ich so weit erfolgreiches Jahr hatte und Geld übrig hatte in meinem Budget, sodass ich keine neuen Budgets anfragen musste und konnte halt diese Doku aus dem bestehenden Budget machen. Wäre das nicht so gewesen, hätte ich mit Sicherheit einen Case aufbauen müssen, wo am Ende gestanden hätte, so und so viele Leute halten wir im Juni, Juli mit dieser Doku noch auf der Plattform, sprich Abonnenten, die Geld reinbringen. Und dementsprechend wäre dann mein Budget gewesen. Und da sind wir natürlich da, wenn wir da einen Superstar haben, dann sind es meistens Deutsche und dann noch Fußballer. Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn ich eine Doku über Leroy Sané mache, dann werden es wahrscheinlich deutlich mehr Leute sein, die dafür auf die Plattform kommen oder dafür ihr Abo verlängern über das Ende der Fußballsaison hinaus. Dementsprechend könnte ich dann vielleicht mehr Budget beantragen. Aber das sind so jetzt zumindest für uns und aus dem Learning heraus aus der Doku die Richtlinien. Und was wäre, wenn du jetzt unabhängig vom Budget und Reichweite, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, die Persönlichkeit, da würde ich eine spannende Doku irgendwie richtig cool finden. Oder so. Was wäre so dein Wunsch? Oder wenn man unabhängig von allen Faktoren so sagen würde, ey, das wäre eine geile Story. Also jetzt im Multisport weiter fände ich Dennis Schröder mal sehr, sehr spannend, der in meinen Augen irgendwie in Deutschland komplett falsch verstanden wird, der eben auch einen sehr, sehr spannenden Background hat, der, glaube ich, ja, einfach aus wirklich ganz, ganz armen Verhältnissen kommt und sich da rausgekämpft hat. Vielleicht nicht die einfachste Persönlichkeit, aber glaube ich trotzdem spannend, den mal näher kennenzulernen und beleuchten. Ich ganz persönlich, aber das ist mein persönlicher Geschmack, bin eher immer fasziniert von Typen und glaube ich auch so ein bisschen geschädigt, weil man zu oft mit PR-Beratern zu tun hat, die dann alles glatt streichen und ja, wo einfach keine Ecken und Kanten entstehen können. Deswegen ja, lieber mit Leuten arbeiten, wo ich weiß, da komme ich nah ran. Die lassen auch was zu, als ich muss noch 8 Abnahmeschleifen drehen und am Ende. Ja, sind die besten Aussagen alle rausgestrichen. Okay, cool. Danke. Soll Lorenz noch kurz da noch kurz drauf eingehen bezüglich der Frage nach Wunschprojekt? Dann lass doch das Meetup direkt nutzen. Also wir sind bei Dennis Schröder dabei. Dann Deal, fertig. ich weiß nicht, Jermaine, hast du jemanden? Ich finde es ganz schwer. Ich finde Persönlichkeiten interessanter als Vereine, weil ich finde, die meisten Spielerdokus haben mehr, oder also Spieler-Athleten-Dokus geben mehr her als diese Vereinsporträts.
Ja, also ich finde Balotelli finde ich einen ganz, ganz spannenden Charakter, gerade jetzt auch unter dem ganzen Black Lives Matter Gesichtspunkt. Also das ist halt für mich als selber schwarze Person ist es immer eine Auseinandersetzung auch in meiner Arbeit halt, ob es jetzt im Sportbereich ist oder in anderem dokumentarischen Bereich. Und der hat jetzt in der Vergangenheit so ein paar spannende Sachen auch gesagt, dass sich irgendwie alle afrikanischen Spieler zusammentun sollen und irgendwie ihre eigene Liga gründen wollen. So. Und alleine, dass er so einen Gedankengang hat, da ist sehr, sehr viel drin. Und gerade in Italien ist halt super viel auch mit Rassismus im Fußball. Also ich glaube, in solche Richtungen mit spannenden Protagonisten könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und das wäre so ein Wunschprojekt. Mit starken Zugpferden halt. Ne? Weil, also die Geschichte auf der einen Seite ist natürlich das, was zieht, aber um das irgendwie platziert zu kriegen, und da sind wir, glaube ich, ein bisschen anders als Frederik jetzt. Wir kommen halt von der anderen Seite. Wir versuchen das aufzusetzen und das dann irgendwie unterzukriegen. Und da hilft eine Bombengeschichte manchmal nicht wirklich was, wenn der Name dahinter nicht passt. Gerade im deutschen Kontext oder gerade was Lorenz auch meinte mit einem Heimatmarkt. Ich meine, Sadios Geschichte ist die Wahnsinnsgeschichte. Der ist mit einer der bekanntesten Spieler der Welt. Und ein deutsches Publikum interessiert sich für den Film nicht, weil es zu wenig deutsche Bezüge gibt. Und wenn man so ein bisschen in den Medien schaut, ist der Bezug, der geschaffen worden ist, war immer seine Beziehung mit Klopp. Aber dass dieser ganze Hintergrund über Sadio halt total spannend ist, das interessiert dann doch die breite Masse weniger als in UK jetzt zum Beispiel. Ich kann mir aus einer ganz anderen Perspektive Roger Federer gut vorstellen. Ist jetzt nicht der Ecken- und Kantentyp, aber ich glaube, ein sehr smarter Mensch, der sehr viel zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob das ein 70-Minuten-Film wird, aber es wäre jemand, wo ich gerne mal, eine der wenigen Persönlichkeiten, mit der ich gerne mal Abendessen gehen würde. Dann hat der Niklas noch eine Frage bezüglich der Bekanntmachung von Mo. Genau, hätte mich interessiert, weil du ja meintest, Mo war Anfang, zumindest als ihr angefangen habt, irgendwie noch gar nicht so bekannt in Deutschland oder vielleicht ist er immer noch nicht. Habt ihr da irgendwas gemacht, um da dem ein bisschen gegenzuwirken und die Doku im Vorhinein ein bisschen zu pushen? Ja, also wir haben erstmal primär unsere Plattform genutzt, also in den Live-Spielen. Ob das jetzt Fußball war, logischerweise in den NBA-Spielen extrem zu pushen. Wir haben sogar unser Picking so ein bisschen geändert und haben dann viel von den Lakers gezeigt. Haben dann noch Lakers-Spiele quasi hinzugekauft, um so ein bisschen diesen ja, Hype mitzunehmen. Haben dann natürlich auch über unsere PR-Kollegen versucht, das an den Mann zu bringen, über Social Media gestreut. Gerade in diesen 14 Tagen, also die erste Folge ging, glaube ich, am 29. Juni auf die Plattform. Das war einen Tag vor dem Champions League Finale oder einen Tag danach. Und haben da natürlich auch ja, versucht, diesen Champions League Final-Hype mitzunehmen, um da möglichst viel Werbung für zu machen. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Gibt immer die Learnings daraus, es noch ein bisschen besser zu machen und auch langfristiger vorzubereiten. Ich glaube, wir haben uns in diesen letzten 2, 3 Wochen zu sehr konzentriert, alles fertig zu machen, alles auf Hochglanz zu polieren, und haben so ein bisschen ja, wahrscheinlich vergessen, oder es ist in den Hintergrund geraten, noch mehr mit anderen Medien zu partnern, um die Sache ja, prominenter zu platzieren. Aber ich glaube, wir haben trotzdem da mit Bild, Fokus und so weiter, so ein paar Medienpartner gehabt, die da auch nochmal gepusht haben. Cool, danke. Malte hat noch eine Frage gestellt. Die erste Frage lasse ich mal weg, Mustafa, die ist nicht so spannend. Ich fand die zweite Frage bei diesen Doku-Projekten, das geht eigentlich an beide. Natürlich hat Frederik mit der Sohn natürlich ein größeres, ich sag mal, größeren Background dahinter. Aber bei Lorenz und Jermaine ist ja so, wenn ihr so eine Doku anfangt, das Risiko, was ihr da ja eingeht, ist natürlich erheblich höher als bei anderen Filmprojekten. Wie geht ihr damit um? Also, weil, ja, jetzt hattet ihr Glück wahrscheinlich mit New Balance und ihr sagt aber trotzdem, es wurde dann doch nicht so verkauft. Ihr müsst aber ja erstmal in Senegal fliegen, ihr müsst dahin fliegen, ihr müsst nach Liverpool fliegen, ihr müsst ja diese ganzen Sachen aufnehmen. Das Gleiche ist ja bei Frederik, ihr müsst erstmal in die USA fliegen, die Sachen aufnehmen und wisst gar nicht, wie es funktioniert. Da ist natürlich die Spanne des Risikos, die ihr da habt, ja viel höher, als wenn ihr, wie gesagt, irgendwie eine andere Aktivierung, andere oder auch einfach ein Spiel kauft und es dann streamt. Wie geht ihr damit um? Also diese, die,
ja, das Risiko, was ihr habt, weil wenn es blöd läuft, habt ihr 1 Million ausgegeben, nehmt aber 100.000 Euro ein. Willst du zuerst einmal ein Frederik, oder? Ich glaube, bei mir geht es schneller, weil natürlich das Risiko bei uns, wenn wir es in-house produzieren, gar nicht so enorm groß ist. Wie gesagt, jetzt ein Beispiel von der Mo Wagner-Doku war das Budget freigegeben, das war da. Ich glaube, wir haben es ganz sinnvoll angelegt mit dieser Doku, weil natürlich damit auch die Strahlung nach außen da ist. Du willst ja nicht nur Abonnenten ranziehen, sondern im Optimalfall schauen sich das andere Athleten an und sagen, ey, mit den Jungs will ich auch was machen, das war cool. Deswegen war das Risiko in dem Fall gar nicht so groß, was einfach das Monetäre angeht. Logischerweise überlegen wir auch strategisch, was machen wir, wollen wir mehr Eigenproduktionen machen. Und da ist natürlich immer die Sache, das muss sich am Ende auch finanziell lohnen. Und wir holen das dann in dem Fall rein, so wie Lorenz und Jermaine auch, über Medienpartner oder ja, Sponsorships, aber halt auch über unsere Abonnenten. Und da ja, müssen wir klar vorher schauen, dass wir so früh wie möglich Leute am Start haben, die das mitfinanzieren, die Finanzierung mittragen, aber auch versuchen, so langfristig wie möglich dieses Ding dann zu bewerben, um Abonnenten über ihren, sagen wir mal, Fußballfans über die Saison hinaus auf der Plattform zu halten, dass sie die 12 Euro monatlich dann noch für die Doku ausgeben. Also ich glaube, die Fallhöhe ist bei uns oder das Risiko ist bei uns nicht ganz so groß wie jetzt für eine Produktionsfirma. Deswegen probieren wir natürlich im Normalfall mit einem Abnehmer, ob das jetzt ein Sponsor oder halt DAZN oder Amazon ist, zusammenzuarbeiten und das vorher zu klären. Also wir werden mit Serge beispielsweise nicht in die Elfenbeinküste geflogen, wenn wir nicht die Zusage von DAZN, Instagram und der Bundesliga gehabt hätten. Antwort ja, absolut. Ich glaube, bei Sadio war das auch so ein bisschen eine Once-in-a-Lifetime-Chance für uns. Ich habe mich oft gefragt, warum wir es gemacht haben, weil es finanziell einfach Wahnsinn war für eine Firma unserer Größe. Und das habe ich auch von den Spot5-Kollegen öfter bekommen. Ich glaube, die haben uns auch geholfen, weil wir ein bisschen leid getan haben. Von daher, wir mussten es einfach machen, so nah an Jürgen Klopp, Mo Salah, Naby Keita, Sadio ranzukommen. Das ist eine Sache, die mit so einer jungen Firma ja dann doch sich einfach nicht oft ergibt. Und für uns ist es einfach eher ein Passion-Projekt und eine gute Visitenkarte. Das hat sich finanziell für uns absolut nicht gelohnt. Aber da denken wir, glaube ich, also ich weiß nicht, ob Jermaine das anders sieht, aber ich denke da jetzt nicht mehr dran. Es hat uns gibt es weiterhin und es war ein Riesenrisiko, aber es mussten wir eingehen, weil man die Chance einfach nicht so oft hat. Und dann genau wie Frederik gesagt hat, die Hoffnung natürlich ist, dass man mit anderen Spielern oder auch mit der Saison besser reden kann als vorher. Absolut. Also ich stimme dir da voll zu, Lorenz. Was ich auch zu dieser Visitenkarte noch sagen wollte, ist, unser Ansatz, den wir gewählt haben, ist halt schon ein bisschen, es ist schon sehr persönlich und im Vergleich zu vielen Sachen, die draußen sind, sehr vielschichtiger, weil du halt auf der einen Seite natürlich die Fußballkomponente hast, die wahnsinnig toll beleuchtet wird, aber auf der anderen Seite hast du halt diesen familiären, aber auch kulturellen Bezug von Sadio in dieser ganz anderen Welt, die europäische Fußballwelt oder die globale Fußballwelt eigentlich von ihm so nicht kennt. Und da so einen Zugang zu haben, also das kann man sich einfach nicht entgehen lassen. Und ich glaube, da haben wir einige Hürden auf uns genommen, aber ich glaube, das hat sich am Ende trotz allem ausgezahlt, auch wenn es an Erfahrung uns sehr, sehr viel auch gebracht hat. Wenn ich gerade am Sprechen bin, Frederik, eine Frage hatte ich. Hattet ihr, wie habt ihr das mit dem ganzen Licensing gemacht von NBA-Footage? Ist es einfacher für euch gewesen von DAZN, weil ihr Rechteinhaber seid? Genau, also NBA-technisch war es kein Problem. Da haben wir natürlich im Vorfeld abgeklärt, ob wir so ein altes Archivmaterial zu den Lakers rankommen. Das war dann alles im Vertrag inbegriffen. Also da hatten wir keine zusätzliche Leistungsgebühr zu bezahlen. Schwieriger war es mit NCAA-Footage, also dem College-Footage. Da haben wir nur Lizenzrechte für live. Und ja, das wurde halt im Vorfeld geklärt, dass man dann einen Minutenpreis bezahlt. Da wurde dann auch mit der Stoppuhr daneben gesessen und genau geschaut, ob wir die Sekunden einhalten, die wir auch bezahlt haben. Ja, aber so, was NBA-Footage angeht und so weiter, war das sehr viel einfacher. Und natürlich haben wir dann versucht, so viel wie möglich an Beauty-Shots vor Ort zu drehen, selber zu drehen, um da
ja, nicht noch zusätzlich Kohle ausgeben zu müssen. Und musiktechnisch also haben wir auch nochmal einen eigenen Vertrag abgeschlossen. Okay, das war nämlich auf unserer Seite da auch komplettes Neuland auf so einem großen Scale, dann auch mit UEFA, der CAF, also das war halt echt krass, Footage aus Afrika zu bekommen oder auch zu lizenzieren, weil da einfach die Kommunikationswege so weit sind und dann kriegt man halt Wochen keine Antwort. Und auch bei der UEFA und der FIFA wird man halt als kleine Produktionsfirma, die da anfragt, ganz anders behandelt, als wenn ihr jetzt anfragt oder ein anderer großer Broadcaster wahrscheinlich. Ne? Es gibt solche und solche. Ich glaube, es gibt Partner, mit denen man sehr viel einfacher so Lizenzgeschichten aushandeln kann. Und dann gibt es auch Partner, wo es Ewigkeiten dauert. Also ESPN und diese ganze College-Geschichte, ich glaube, da haben wir ein halbes Jahr gebraucht, bis wir erstmal den richtigen Mann hatten, der uns dann die Lizenzverträge vorgelegt hat. Und dann hat es, glaube ich, nochmal 3 Monate gedauert, bis dann endlich klar war, wir dürfen das Footage auch verwenden. Also auch da ist es, glaube ich, selbst wenn du mit einer Firma da irgendwie im Hintergrund ankommst, schwierig teilweise. Da glaube ich euch, dass das ein Riesenbrocken war. Ja, das ist ein krasses Thema auf jeden Fall. Also da würde ich auch auf jeden Fall in Zukunft da auch mit einem größeren Team drauf arbeiten. Okay, da will ich nur kurz reingreifen. Besten Dank dir, Frederik. Und auch nochmal Lorenz und Jermaine. Sehr interessant auf jeden Fall alles.